Namen der Krone ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte David Donner, Sohn des dritten Earls of Emerson, wird wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Das Gericht hat jedoch beschlossen, aufgrund des ärztlichen Gutachtens von Dr. Albert Mandrow und den darauf fußenden Gründen der Verteidigung, die Zuchthausstrafe auszusetzen und den Angeklagten wegen seiner völligen Unzurechnungsfähigkeit unbefristet in eine Heilanstalt einzuweisen. Los, electric shock. Do not remove cover or back. No use of the visible parts inside. Refer supervising to qualified service personnel. Hypnopedia. Hypnopedia.
Im Namen der Krone ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte David Donner, Sohn des dritten Earls of Emerson, wird wegen Mordes zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Das Gericht hat jedoch beschlossen, aufgrund des ärztlichen Gutachtens von Dr. Robert Manglow und den darauf... Von jetzt an sollst du genannt werden Brian, was so viel heißt wie Brian. Brian, 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 Brian. Ja, gut. Durch die Tür hinaus, zur linken Reihe, die dann nur einkreuzen. Hm? Der nächste. With God's help, we've rid the earth of his shadow.
Yeah.